Herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute habe ich eine Geburtstagspost für euch, ein Auspackvideo, denn die liebe Simone hat mir ein Geburtstagspäckchen geschickt. Ihren tollen Bastelkanal verlinke ich euch sehr gerne in der Infobox. Könnt ihr sehr gerne mal schauen. So, jetzt gucken wir mal rein. Genieße den Tag, das werde ich tun. Wir haben einen kleinen Knick in der Optik, den werden wir jetzt ausmerzen. So, hier haben wir eine wunderschöne Karte mit so hellem rosa Hintergrund. Oh, der sieht auch gut aus, das Papier gefällt mir. Und dann hier die mit der Schleife, mit der grünen. Ich mag auch gerne dieses Band, auch wenn es so dünne ist, das finde ich sehr schön. Dünne, so dünn. Ich mag sehr diese zarten Bänder, die gefallen mir. Dann hier mit dem Blümchen, sehr, sehr hübsch. Oh, das fässt sich auch sehr gut an, das Papier. So schön weich. Genieße den Tag und auch mit dem Doily hier, das ist sehr, sehr hübsch. Und auch der Stempel, der gefällt mir. Und dann die Glitzersteinchen hier, sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Gucken wir mal rein. Ich lese mal vor. Mit dem Herz voll Sonnenschein geht's fröhlich lächelnd in dein neues Lebensjahr hinein. Hab viel Freude auch an kleinen Dingen, denn sie können großes Glück dir bringen. Genau mein Spruch, genau so ist es. Vielen lieben Dank für das Gereimte hier. Liebe Christine, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und sende dir ein paar kleine Überraschungen. Ich hoffe sehr, dass dir alles gefällt. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Post. Viel Grüße, Simone. Vielen, vielen Dank für deine lieben Zeilen. Mein Gott, heute ist ja was los. Ich will mal schneller sprechen, als ich denken kann, oder was? Na, dann gucken wir mal rein. Ich freue mich. Sehr schön. So, machen wir das anders? Wir machen das so. Hier habe ich noch so rosa Papier, das war unten im Paket mit drin. Deswegen habe ich das hier mit hingelegt, weil mir das sehr, sehr gut gefällt. Oh, so schön, ja, wie sagt man, geprägt, so ein bisschen Leinenoptik. Oh, so schönes Papier. So, machen wir das erstmal hier auf, die Überraschung mit der schönen Serviette. Ta-ta-ta-ta, rosa, yeah! Ich freue mich. Oh, alles so schön rosa. Frohes Neues, oh, das sieht ja toll aus. Yeah! Ich bin begeistert. Oh, ein Goodie Bag, ein toller Goodie Bag. Oh, richtig schön gestaltet. Na, dann bin ich aber gespannt, was da so drin ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, hier beim frohen neuen Jahr. Oh, das sieht ja toll aus. Und auch dieses kleine Käppchen hier, wollte ich schon sagen. Wow. Frohes Neues. Und das kleine Schweinchen, so süß. Das gefällt mir. Und auch das hier mit dem Glitzernden. Hier ist dann so ein bisschen Goldpapier. Und dann höre ich doch, dass da was drin ist. Hier wieder mit dem dünnen Band. Gefällt mir sehr. So, jetzt gucken wir mal, was für eine Überraschung wir da drin finden. Wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Die Idee mit dem, ja, mit dem Zylinder praktisch und dann diesem Hütchen da drauf. Kleine Geburtstags-Silvester-Rakete. Oh, wollen wir was rausschütten? Oh, ein kleines Engelchen. Ja, ist raus. Oder bei mir sind es ja keine Engel, bei mir sind es ja Elfen. Ja, sehr, sehr niedlich. Und auch hier mit dem Blümchen und auch hier ein ganz kleiner Mond mit Sternen. Ich mag das ja auch gerne, so kleine Monde und Sterne. Sehr, sehr niedlich. Auch mit dieser Perle hier, die so aussieht wie ein Kleid.
Und dann so die lila Farbe gefällt mir auch sehr. Und die ganz kleinen Accessoires, die hier noch dran sind. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Mal, den wir sehen, ja. So, das werde ich mir noch ein bisschen hinstellen hier. Das ist richtig drollig. Binden wir wieder zusammen. Und das ist richtig niedlich und originell. Da kann man sich noch ein bisschen dran erfreuen. So. Kommt rein mit rein in Gabrielchens Basel. Gucken wir mal. Ja, hier sieht das auch cool drin aus. Da kann man es so mit reinstecken. Niedlich. So, jetzt legen wir es erstmal hier hin. Wollen wir nicht gleich wegtun. So, wenn wir das ein bisschen beiseite schieben, damit wir Platz haben hier für die schönen, tollen Dinge. So, dann gucken wir mal weiter. Ist das hier fest? Ja, das ist hier befestigt. Hier hängt noch ein. Ach nee! Leute, ich habe gedacht, das sind hier Ringe, die hier drin sind. Dabei ist das ja eine große Büroklammer. Wow! Das sieht schön aus. Und die Blümchen gefallen mir auch hier. Oh, so schön. Da das kleine Mädchen so gezeichnet, da kann man sich noch eine Inspiration abholen mit dem Kleid und der Frisur und die kleinen Blümchen hier drauf und die Spitze. Sehr, sehr schön. Und hier ein Holzteilchen, mag ich auch sehr gerne. Holzteilchen. Und hier drinnen noch wieder deine wunderschönen Blümchen. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Wartet mal. Das ist jetzt sehr doll zu. Oder kriegen wir es ein bisschen geöffnet, aber ich glaube, ich muss es hier ein bisschen abmachen, sonst ist es zu schwierig, die traumhaften Blümchen rauszuholen. So, jetzt gucken wir mal rein. Oh ja, die sind sehr, sehr schön, gefallen mir. So, da sind sie. Ja, ich mache es gerne, wenn es so ein bisschen kruschelig ist. Sieht so natürlich denn aus. Ja. Vielen lieben Dank für die schönen Blümchen. Wow, hier die beiden Farben. Auch ganz, ganz toll. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. So, Tütchen legen wir beiseite. Oh, sieht schon schön aus, ne? Was haben wir noch Feines? Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst reingreifen soll. Ich gucke hier vorne mal. Oh, hübsche, hübsche kleine. Jetzt wollte ich schon sagen. Ja, Briefmarken, Briefmarken, genau, ich wollte schon sagen Briefe, Briefmarken. So, oh, die sind schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und auch die Stanzform gefällt mir sehr. Also ich habe ja nur eine quadratische, aber die finde ich auch sehr, sehr schön. Da müsste man sich nochmal, ach nee, ich brauche mir da gar nicht mehr überlegen über Stanzform. Unser Plotter kann ja alles ausstanzen, was man sich wünscht. Oder was man vorher ihm eingibt, natürlich. Oh, hier ist noch eine Memory-Dex-Karte. Das müsste man auch mal wieder machen. Hat man lange nicht gemacht. Ja, vielen lieben Dank. Oh, da sieht man sie ja gar nicht. Moment. So ein bisschen rutschen. So. Sehr schön gestaltet. Hier ein bisschen eingefärbt das Papier, dann ein Stempel drauf. Ja. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr. Und auch die drollige Memory-Dex-Karte mit dem Eis. Sehr schön koloriert hier. Und auch die Schmetterlinge sind sehr, sehr hübsch. Lecker Schmecker, genau. Ich mache auch gerne solch Eis. So ein, wie sagt man, Wassereis. Schmeckt mir auch. Aber könnte auch ein anderes sein. Also, ich bin ein kleiner Eis-Fan, ja. Lecker Eis. Oh, hier ist wieder das Schweinchen. Oh Gott, ist das süß. Viel Glück im neuen Jahr. Ja, und auch der Hintergrund mit dem Silber gefällt mir sehr. Das sind sehr schöne Stanzen hier. Kann man natürlich auch verwenden als Schablone, wenn man sich einen Tag basteln will. Oder man stanzt das aus und schneidet hier das Stück ab, was hier so ist. Und dann kann man noch mit der Pappe unterkleben und hat dann oben einen wunderschönen Abschluss. Man kann es sogar so machen, beidseitig, und dann hat man genau wie dort schöne Abschlüsse. Man kann praktisch
die auch noch für was anderes verwenden. Immer gleich mit nachgedacht, ne? So. Ja, gucken wir mal, was denn hier noch eine. Oh, eine schöne Klammer. Die ist aber hübsch. Hier mit Washi beklebt oder mit Motivpapier und dann diese kleine Spitze und dann die Blümchen mit drauf. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Vielen lieben Dank und die schönen Farben. Oh, hier ist noch was dran. Oh, auch die ist sehr hübsch. Na, kriegen wir es ab? Ja, vorsichtig. Immer vorsichtig. Ja, auch diese mit dem Papierblümchen hier. Sehr, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir noch was Schönes in einem Beutelchen. Sieht aus wie eine kleine Streichholzschachtel. Ach, die ist auch schön. Ja, die gefällt mir. Auch mit den Perlen hier so draufgeklebt. Sehr, sehr schön gestaltet. Und die Idee hier so, diese Spitze drum zu kleben, gefällt mir sehr. Ach, ein süßes Schächtelchen. Oh, wieder ein kleines Elfchen da drinne. Ja, das ist auch niedlich. Mit dem kleinen, ja, mit der kleinen Glockenperle. Sehr, sehr schön. Und dann hier so eine kleine Rosenperle. Gefällt mir sehr. Sehr, sehr niedlich. Vielen Dank. Ich werde mal hier mit drauflegen. Und noch die süßen, oh, die süßen kleinen Briefmarken. Ja, die sind trollig. Sehr, sehr schön. Ich glaube, die müssen wir umdrehen. So. So, denn das soll hier der Poststempel ja sein. Angedeutet. Die Idee mit dem Poststempel hier, die ist ja sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr. Auch die Blumen sind hübsch. Und auch diese Mischung der Farben. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, sind sehr schöne kleine Briefmarken. Sehr, sehr niedlich. Und das Schächtelchen richtig schön gestaltet. Den Perlen und den Perlenkappen mit drauf. Sehr, sehr schön. Warte mal. Können wir es hier noch mit hinlegen? Ja, macht. Wird noch passen. So, jetzt geht's weiter. Auch noch was drin. Oh, da gucken wir gleich nach. Kuckuck. So, jetzt gucken wir hier mal. Oh, ach, die Zielkarten. Oh, die sind schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich mag ja sehr gerne ATC-Karten. Und hier klebt aber was. Bisschen dolle. Aber es macht nichts. Ja. Januar. Frühlingsboten. Simone. Facebook. YouTube. Genau. Sehr, sehr schön. Och, wie süß. Oh, hier die Blumen im Hintergrund sind sehr niedlich. Und auch dieses hier mit den. Oh, diese Blumen finde ich ja auch schön. Kleines Küken und das hier auch sehr, sehr schön gestaltet, auch mit dem Baum hier. Die Küken sind sehr, sehr niedlich. Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Kärtchen. Oh, die gefallen mir sehr. So, jetzt müssen wir mal hier rauflegen auf dieses Geschenk. So, jetzt haben wir hier noch ein Tag. Oh, ein Schneemann-Tag. Oh, der ist auch schön mit den, ja, mit den schablonierten weißen Kreisen und dann hier nochmal so eine Paillettenkette oder Paillettenstreifen und dann der drollige ausgestanzte Schneemann. Ja, gefällt mir sehr. Auch dieses Lila ist ganz schön hier. Vielen lieben Dank. So, ich glaube, das machen wir mal so. Jetzt holen wir noch diesen zauberhaften Tag hier raus. Und dies müssen wir, legen wir jetzt mal kurz beiseite. Da ist ja noch was ganz Tolles drin. So, und so kann ich euch nochmal das Ganze zeigen, wenn es im Original ist. Sehr, sehr schön. Wunderbar gestaltet und so schönes Papier. Oh, toll. Und jetzt gucken wir uns diesen zauberhaften Tag mal an mit dem rosa Band hier dran. Und, oh, und wie schön das aussieht, wenn man die Zeitschriften weil den Text in rosa macht. Und dann hier wieder das Band umgemacht und dann die kleinen Federn. Sieht aus wie auch wie schablonniert, ne? Oder? Ja, und dann diese Feder hier noch geprägt mit Pünktchen. Sehr, sehr schön gestaltet. Gefällt mir sehr. Und auch hinten mit dem Silbernen.
Eine wunderschöne Gestaltungsidee. Ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank, liebe Simone. Oh, ein Ro Traum in Rosa. So, jetzt bringen wir mal hier rein, was hier noch Tolles drin ist. Oh, das sieht ja wunderschön aus. Ich mag es ja gerne mit Grün und mit Rosa. Und auch diese kleinen Ephemeras sehen sehr, sehr schön aus. Wunder, wunderschön. Und auch mit dem Streifen hier gefällt mir das sehr. Hier klappt man es auf. Oh, hier ist auch noch ein bisschen so Steinoptik. Oh, wunderschön. Was ist denn hier Tolles drin? Oh, hier ist sehr, sehr süß mit diesem kleinen Pergament- oder Transparentpapier. Dann haben wir nochmal wunderschöne kleine Briefmarken. Oh, die sehen ja auch schön aus. Oh Gott, sind die niedlich. Vielen lieben Dank. Guckt mal, wie drollig die sind. Die kleinen Vogel und so. Richtig, richtig niedlich. Und so kann man auch mit kleinen Aufklebern, Stickern, wunderschöne Sachen machen. Also, und dann wirklich diese kleinen sind ja wirklich sehr, sehr, sehr niedlich. Sind das jetzt Stanzen, die du hast, oder sind das ja, Motivstanze? Also ich habe ja nur so eine Motivstanze, sowas wie das, also für meine Briefmarken. Zwei Stück, eine etwas größere und einmal so diese quadratische. Aber dieses hier, die sind ja wirklich sehr, sehr schön. Ist das eine Blume? Ja, ist eine Blume, ne? Sieht aus wie Baumwolle. Hier nochmal, ja, das ist Mohn, das kenne ich. Und das ist eine kleine Hornisse, glaube ich. Oder könnte auch eine Biene oder eine Wespe sein, man weiß es nicht. Vielen lieben Dank. So, jetzt haben wir hier noch eine kleine Schleife und ein Band. Und dann haben wir Kärtchen. Oh, hier. Wunderschöne Karten gestaltet. Gefallen mir sehr. Die Idee mit dem mit der Spitze hier an der Seite. Das Papier so wunder, wunderschön. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr schön. Das sind so alles Postkarten. Also hier kommt die Post und hier kommt die Mail. Alles Gute nachträglich. Wartet mal. Ich glaube, die sind hier ein bisschen aneinander. Ja, auch dieses, also sehr schöne Idee mit den Pailletten und dem und der Spitze und dem Spitze, ja. Ja, auch wieder sehr, sehr schön gestaltet. Und hier haben wir nochmal mit dem Postkasten. Auch das ist sehr schön. Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ich zeige euch das gar nicht richtig, wa? Ich müsste mal wieder ein bisschen nach vorne kommen mit meinem Stuhl. Ist das richtig gesehen hier? Entschuldigung, ich gucke es mir wieder nur alleine an. Aber Gretchen sagt immer, halt bitte die Sachen ordentlich in die Kamera und guck sie dir dich immer nur alleine an. Ja, werde ich tun. Ja, so, jetzt bin ich wieder voll im Bilde. So, jetzt geht's aber los hier. Diese Spitze hier unterzukleben und dann das hier so zart auszuschneiden und die Ecke hier so drauf zu kleben, finde ich eine super schöne Idee. Die werde ich mir dann mal abgucken. Genauso wie mit den Pailletten, das gefällt mir sehr hier. Sehr, sehr schön. Also die ist außergewöhnlich schön hier, die Karte. Die anderen sind auch sehr schön. So, habe ich noch die Briefumschläge. Ja, das ist wirklich eine schöne Idee hier mit den drei Karten, die Briefumschläge und dann auch die Briefmarken. Also das ist richtig eine tolle Idee. So, die kann man dann hier drauf machen, macht die Karte rein und hat dann ein schönes kleines Geschenk. Wenn man da noch einen 100-Euro-Schein reinlegt, glaube ich, freut sich der Beschenkte besonders. Ja, mein Vati hat immer gesagt, oder mein Papa besser gesagt, Geld regiert die Welt. Und da hat er recht. Hat er immer noch recht. Oh, hier die Türen und Fenster, die sind nur Türen. Da kann man sich ja auch inspirieren lassen von wunderschönes Papier. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist eine wunderschöne Idee und ein wunderschönes Geschenk. Ja, so, klappen wir wieder zu. Von hinten haben wir noch das Mauerwerk.
Ja, wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank. So, wollen wir das hier mal so machen? Moment mal. Oder so. Also geht es vielleicht. Oh, die schönen Sachen. Und jetzt geht es noch weiter. Denn wenn wir mal hier in dieses Geschenk noch reingucken. So. Wartet mal, ich muss das mal kurz anhalten, damit die Kamera nicht ausgeht. So, Nee, Kamera wieder bleibt an an. und dann gucken wir mal hier rein. Ich glaube, da brauche ich eine kleine Schere, damit ich das aufmachen kann. So, zack, geöffnet. Wieder die schöne Serviette, gefällt mir auch. Mag's gerne so. Ich mag gerne ja, Töpfe mit Kräutern. Muss sie halten bei mir nicht so 100 pro. Da müsste man sich noch ein bisschen mehr beschäftigen mit dieser ganzen Materie. Oh, ein Pocket Letter. Wow. So, ich freue mich. Oh, hey, ist ja schön. Wow. Gut, hinten auch noch was drin. Meine Herren. Wunderschöner Pocket Letter. Ja, das sind, glaube ich, Zeichnungen von Marlene. Ne? Ich weiß es aber nicht genau. Ja, wunderschön. Der Hintergrund so schön gestaltet mit diesem Perlmutt. Mit der Perlmuttfarbe. Oh, die ist wirklich wunderschön. Die Farbe. Die gefällt mir. So, jetzt lesen wir mal, was so Schönes draufsteht. In Muschelhäuschen klein und bunt steht glitzernd auf dem Meeresgrund. Ihr Blumengarten ist das Riff, der Spielplatz, das Piratenschiff. Ja, genau, ich liebe Meerjungfrauen und Maritimes. Wunderschön. Sobald die kleine Nixe singt, wird sie von Fischen gleich umringt. Und wo sie spricht, im Schlaf und Traum, entsteht ein Blubberblasenschaum. Oh Gott, ist das drollig. Ach, sowas liebe ich ja. Hier noch die Krake, so fetzig. Und hier das Fischlein mit dem Einhorn. Ja, wunderschön. So, und dann geht's weiter. Es glänzt ihr Haar im Mondenschein, als fiel ein goldener Stern hinein. Und ihre Tränen in der Nacht verwandeln sich in Perlenpracht. Ja, genau. Und die sind dann hier drin in meiner Muschel, die Perlen. Ja, wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank. Das freut mich sehr. Oh, wie wunderschön. Ja, und hier drinnen haben wir dann noch schöne kleine Schmetterlinge. Die sind wunderhübsch. Die gefallen mir auch. Dann sind da ein paar Herzchen drinnen. Hier ein paar Wolken ausgestanzt. Die sind auch sehr schön. Hier haben wir noch so Anhänger für Ketten. Dann haben wir hier noch ein paar wunderschöne Metallteile. Und hier sind noch ein paar Gartengeräte, so Aufnäher drin. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Das andere kann man ja alles gut sehen. Das sieht ja interessant aus hier. Ein paar Aufnäher für die Sachen. Oh Gott, das ist ja drollig. Das finde ich ja süß. Die kann man ja nehmen für die Püppis. Wenn sie was auf ihre Kleidung, könnte man das drauf nehmen. Ja, müsste man sich mal angucken, ob das passt zu irgendeiner Püppi. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die schönen Sachen. So, machen wir mal wieder rein hier. Können wir nachher auspacken. Verbasteln und verstauen, meine ich. Können wir nachher erstmal verstauen. Guckt euch an den wunderschönen Pocket Letter. Ich werde ihn jetzt mal einknicken, weil ich nicht so ganz viel Platz hier habe. Und dann gucken wir uns das Fischlein an. Wartet mal. Ja, so geht's vielleicht. So, jetzt haben wir. So. Jetzt haben wir noch ein Paket. Junge. Wieso sage ich immer Junge? Ich kann ja auch sagen Mädchen. So.
Schauen wir mal rein. Hält sich an wie ein kleines Album. Wird vielleicht eins sein. Ja, Tropical. Oh, wieder so schöne Farben. Dann hier die Seite so schön gestaltet. Und dies ist auch sehr, sehr schön. Oh, da haben wir wieder so eine tolle. Oh, eine tolle Tag-Idee. Genau, das wollte ich sagen. Eine tolle Tag-Idee. So, jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Hier ist ein. Hier ist es, jetzt muss ich mal sehen, wie man das. Ich ziehe hier dran. Ich muss mal gucken, wie man es öffnet. Hier haben wir erstmal zwei Tags drin. Wunderschön. Und die Idee ist ja drollig, hier vorne und hier hinten was raufzukleben. Das finde ich ja originell. Hier und dort. Und dann ist es so, als ob das genietet ist. Und das sind einfach nur Halbperlen, die da drauf sind. Ja, das ist eine schöne Idee. Gefällt mir. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir ziehen das ab. Das ist gar nicht so einfach. So. Und dann haben wir wieder die wunderschöne Büroklammer in Gold. Und hier so ein ja, so ein Payback-Clip. Auch sehr, sehr schön mit dem Flamingo. Und dann haben wir hier, ist das jetzt hier zum Rausziehen? Ne, ich glaube, das ist bloß zum, oder? Ne, ist doch zum Rausziehen. Ja, hier haben wir den Tag zum Beschreiben. Auch eine sehr schöne Idee, finde ich. Auch das weiße Papier gefällt mir. Aber ich werde es mal draußen lassen. Sonst haben wir hier zu viel Gerangel, glaube ich. Hier haben wir noch ein kleines Büchlein, selbst genäht. Sehr, sehr schön. Gefällt mir auch. Ein kleines Notizbüchlein. Sehr, sehr schön. Auch das Papier mit dem Gold. Sehr, sehr, sehr schön gestaltet. Hier haben wir auch ein kleines Büchlein. Oh, ein kleines Kärtchen. Sehr, sehr niedlich. Das kann ich hier wieder reinschieben. Sehr hübsch. Auch das. Die Banderole so schön gestaltet hier mit den Glitzersteinchen und der Kokosnuss. Oh, da geht es weiter mit wieder mit einer wunderschönen Büroklammer. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier noch ein kleines Schildchen. Das ist auch hübsch hier auf hoher See. Dann wieder einen beschreibbaren Tag. Und dann hier wieder ein Tag. Auch zum Beschreiben. So, den kann ich dann wieder reinschieben. Brauche ich nicht rausholen. Auch die Idee mit den kleinen Stickern, hier mit den Puffy-Stickern, dass man das hier so schön anfassen kann. Das ist auch eine wunderbare Idee. Und so fest sich auch so gut an. Hier kriegen wir es nicht rausgezogen, ist ja fest. Müssen wir es lockern. Hier haben wir wieder Tags. Genau, wir machen das mal auf. Wunderschön, auch mit dem. Mit der Klemme hier in Gold. So, dann haben wir hier die Text drin zum Beschreiben. Auch wieder diese Idee mit den beiden Leiten. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Hier der Text wieder zum Rausziehen. Dann hier, boah, die wunderbare goldene Rückwand, wollte ich ja schon sagen, Seite. Hier kommen die beiden. Die waren hier dran mit dem Ding. Aber ich kann sie jetzt ja wieder mit dem hier festmachen. Wir wechseln. So, wartet. Wir klemmen das jetzt hier mit dran. So. Na? Will er nicht? Doch. Genau. So. Und schiebe es hier unter. Ah, das macht Spaß. Hier ein süßer kleiner Payback-Clip mit einem Wimpel dran. Alles so schön in Gold. Oh, das gefällt mir. Hier haben wir wieder zwei kleine aufklappbare Tags. Sehr, sehr schön gestaltet. Wunderbar. Hier dann so eine kleine Tasche, wo die drin sind. Und dann hier diese Palme in Gold. Sehr, sehr schön. Hier geht es weiter mit dem kleinen Payback-Clip und auch wieder beschreibbare Tags. Sehr, sehr schön.
Das ist auch sehr hübsch hier. Vielen lieben Dank. So, machen wir das hier auch wieder ran. Ah, nee. Hier links beiseite. So. Und dann die letzte Seite mit den Kakteen, wollte ich jetzt sagen. Mit der Ananas. Und hier das wunderschöne Papier. Ja. Vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle, tolle kleine Album. Ich habe mich sehr gefreut über all die schönen, schönen Sachen, die du mir eingepackt hast und die du mir gewerkelt hast. Wunder, wunderschön. Alles in Rosé. Ich freue mich sehr und bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Simone, für den ganzen Aufwand, den du gemacht hast und dass du auch meine Farben berücksichtigt hast. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann wünsche ich dir und ich wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit. Und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.